Werkzeug 1, Abdeckteil vom Golf 4, der Beginn einer Leidenschaft, der Beginn einer Erfolgsstory, Golf 4, 98. Schon eine schöne Geschichte, vor allem wenn man sieht, Golf 4. Aktuell liefern wir den Golf 7, haben gerade den Auftrag bekommen für den Golf 7 Nachfolger, der Ende nächsten Jahres auf den Markt kommt. Dass wir immer mit dabei sind, macht uns schon stolz. Hatte dann 1998 7 Spritzgussmaschinen, 3 Mitarbeiter. Und das hat sich dann sukzessive weiterentwickelt. Das Team wurde immer größer. Aus Einschicht wurde 2-Schicht, dann auch ziemlich schnell 3-Schicht-Betrieb. Ich habe bei der 10-Jahresfeier vor 8 Jahren gesagt, naja, wenn wir mal 100 Mitarbeiter haben, dann ist das schon enorm. Jetzt sind wir beim Doppelten. Hauptsächlich fertigen wir technische Kunststoffteile für die Automobilindustrie von 5 Gramm Teilegewicht bis 1200 Gramm Teilegewicht. Also in den letzten Jahren haben wir halt verstärkt darauf gesetzt, unser Rohmaterial als Siloware einzukaufen. Also wir haben Silos bei uns angeschafft auf dem Firmengelände, um geringere Transport- und Logistikkosten zu haben, um das Material bereitzustellen und auch geringere Streuverluste zu haben. 2014 haben wir dann begonnen, unsere Maschinen zu vernetzen, aus dem Gesichtspunkt heraus, dass wir jederzeit wissen wollen, in welchem Zustand sich die Maschinen befinden, ob es eine Werkzeugstörung gibt, wenn es Störungen gibt oder ob das maschinenbedingt ist. Unser großes Plus ist, sagen wir, unsere Flexibilität hier am Standort. Das heißt also, wir haben kurze Wege. Und dann kann dementsprechend auch schnell reagiert werden. Unser Leitspruch ist ja auch, Geschwindigkeit ist Trumpf. Weil nur wenn man wirklich schnell agiert, hat man auch eine Chance, überhaupt am Markt zu bestehen. Wir haben hier einen Werkzeugbau zur Wartung und Pflege der Werkzeuge, um die Produktion abzusichern der Firma SLM. Wir müssen die Werkzeuge dann demontieren, Wartung, Reinigung. Die Werkzeuge sind alles Unikate und wir müssen dann entscheiden, was wir halt wie reparieren. Schnellstmöglich natürlich. Also für mich ist es am allerwichtigsten, dass die Mitarbeiter sehr sorgfältig arbeiten. Ziel ist es für uns, sage ich jetzt mal, keine Reklamationen zu verursachen. Also wir sichern die Qualität einmal über die maßliche Prüfung, Kundenanforderung, einmal über die optische Prüfung und einmal über die haptische Prüfung. Mittlerweile wird weltweit angefragt. Ich denke, die Entwicklung geht auch weiter, auch im nächsten Jahr, dass wir weiter expandieren. Also auch Mitarbeiter benötigen Fachpersonal. Die Planungen sehen folgendermaßen aus, dass wir in diesem Jahr noch eine Lagerhalle dort bauen. Es wird eine 3000 Quadratmeter Halle, auch eine der größten Lagerhallen, die wir überhaupt haben. Weiterhin haben wir noch neue Technologien, die in der Entwicklung sind. Und wenn das zum Zuge kommen sollte, was wir hoffen, dann wird das Grundstück im nächsten Jahr dann auch mit weiteren Produktionshallen bebaut.